Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen Fortsetzung mit Abraham. Über den Glaubensbund mit Abraham, da wird kaum gesprochen. Immer häufiger hört man davon, dass man Teile des Gesetzes wiederhalten will. Ja? Den Sabbat halten, die Speisegebote halten, den Zehnten geben und so weiter. Aber von dem Glaubensbund mit Abraham, da hört man kaum was. Und noch viel weniger hört man davon, von dem alten und von dem neuen Menschen, von der alten Natur und der neuen Natur. Für wen gilt denn jetzt das Gesetz? Für den alten Menschen oder für den neuen Menschen? Für den Menschen nach dem Fleisch oder für den neuen Menschen, der in uns gezeugt ist, wenn wir wiedergeboren sind? Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die überhaupt nicht unterschieden werden. Gilt das Gesetz jetzt nur für den Alten oder gilt es auch für den neuen Menschen? Der neue Mensch ist ja in Christus geschaffen zum Bilde Gottes. Der ist ja gezeugt worden aus dem Wort. Gilt für den das Gesetz? Oder ist der nicht perfekt? Natürlich ist der perfekt. Ja? Der ist ja aus Wasser und Geist gezeugt. Ja? Aus Reinheit und aus Gottes Wesen und Art. Was soll das Gesetz da? Das Gesetz hat an dem gar nichts verloren. Ja? Das Gesetz hat gar keinen Anspruch an diesen wiedergeborenen Menschen. Das sind Dinge, die landläufig überhaupt nicht mehr behandelt werden. Da geht es um den Tempel in Jerusalem und was in Israel ist. Und dann geht es um die Speisegebote. So als ob sich die Christen wieder zurückbesinnen aufs jüdisch-zionistische. Also das ist, finde ich erstaunlich. Und um dem so ein bisschen gegenzuwirken, beschäftigen wir uns noch mal so ein bisschen mit dem Glaubensbund von dem Abraham. Und ich habe ein paar Sachen hier aufgeschrieben, damit ich die halbwegs strukturiert auch rüberbringen kann. Und ich gehe mal so Punkt für Punkt durch. Und ich hoffe, dass das ein bisschen zur Erhellung beiträgt, welches Evangelium wir in Jesus Christus haben. Der wahre und einzige Bund, der mit Gott geschlossen wurde, ist der Glaubensbund. Der war in Abraham geschlossen. Im Bund mit Gott sind allein die Glaubenden und nicht allein die Beschnittenen. Wie Paulus auch im Römerbrief sagt, Abraham ist ein Vater derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Und in Römer 2 sagt er, denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist. Auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht, sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Wer also beschnitten ist und nicht glaubt, nämlich an Jesu Opfer auf Golgatha, und an seine Auferstehung, der ist gar kein Jude, sagt Paulus. Denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist. Auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht, sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben und am Fleisch geschieht. Paulus geht so weit zu sagen, dass jemand, der sich als Jude bezeichnet und nicht an Jesus Christus glaubt, der ist gar kein Jude, ja? Sondern der ist ein Jude, denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist, sondern einer, der im Herzen glaubt, das ist ein wahrer Jude. Das ist auch das Israel Gottes, von dem Paulus im Römerbrief schreibt. Das ist heftig, ja? Das ist eine heftige Aussage, die Paulus da macht. Der geht sogar noch weiter. Paulus sagt, wir sind die wahre Beschneidung. Wir, die wir an Christus glauben, wir sind die Beschneidung, nicht die Juden. Wir sind beschnitten, weil unser alter Mensch abgeschnitten ist. Das ist die Beschneidung, die im Geist geschieht. Unser alter Mensch ist mit Christus mitgestorben. Das ist die Beschneidung, die im Geist geschieht. Und hierfür war die Beschneidung, die Gott Abraham gegeben hat, ein Zeichen, mehr aber nicht. Die Beschneidung war nur ein Zeichen für den Glauben, den er hatte. Ja? Die Beschneidung an sich hatte keinen Wert. Der Glaube hatte den Wert. Der Glaube macht gerecht, nicht die Beschneidung. Nicht die Beschneidung führt ein ins Volk Gottes, sondern der Glaube, den Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Das sagt Paulus im Neuen Testament.
Paulus schreibt in Philipper 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und rühmen uns von Christo Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch. Das ist heftig, oder? Paulus zieht den Juden die Beschneidung weg und gibt sie den Glaubenden. Ob sie denn Juden sind oder nicht Juden, spielt gar keine Rolle. Hauptsache, sie glauben. Und die, die glauben, sind die wahrhaft Beschnittenen. Die sind am Fleisch beschnitten, denn das Fleisch ist abgetan, weil unser alter Mensch mit Christus gestorben ist und wir mit Christus auferstanden sind und in Neuheit des Wesens wandeln sollen. Das ist das Evangelium. Und das gilt es auseinanderzuhalten. Wir sind die wahre Beschneidung. Nächster Punkt, der Bund des Glaubens gilt unverändert weiter. Der Bund des Glaubens, den Abraham hatte, wird durch den Bund am Sinai nicht außer Kraft gesetzt. Der wird auch nicht abgelöst. Denn dieser Bund am Sinai kam erst 430 Jahre später. Fast ein halbes Jahrtausend später kam erst der Bund vom Sinai. Da muss man mal drüber nachdenken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, der Glaubensbund mit Abraham, der war schon fast ein halbes Jahrtausend alt, bevor überhaupt der Bund am Sinai geschlossen wurde und Mose Israel das Gesetz gegeben hat. Da muss man mal drüber nachdenken. Das ist wichtig für uns, ja? Das Gesetz vom Sinai, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das Gesetz vom Sinai ist eine Nebensache. Warum? Weil das Gesetz nur nebenein gekommen ist, damit die Sünde umso mächtiger würde. So steht in Römer 5, das Gesetz aber ist nebenein gekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Warum? Weil man dann wissentlich sündigt, weil man weiß, was im Gesetz Gottes steht, was er am Sinai gegeben hat. Ja? Und trotzdem sich begehren lässt, neidisch ist, vielleicht stiehlt, vielleicht ungerecht ist mit seinem Nächsten, gottlos ist, nachlässig ist im Glauben, weil man es weiß, weil es im Gesetz steht. Ja? Das Gesetz ist nebenein gekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Das Gesetz ist also lediglich nebenein gekommen. Wo denn nebenein? Was war denn da schon da? Der Glaubensbund mit Abraham. Der Glaubensbund mit Abraham war schon da und hat nicht aufgehört und ist auch durchs Gesetz, was erst 430 Jahre später gegeben wurde, nicht ungültig gemacht worden. Das ist wichtig. Ja? Paulus sagt in Römer 5, das Gesetz ist nebenein gekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Der Bund des Glaubens mit Abraham besteht also fort und ist besser als der Bund vom Sinai. Abraham war im Bund mit Gott und Abraham war gerecht vor Gott, weil Abraham Gott glaubte. Er glaubte Gottes Versprechen, dass er von Sarah Nachkommen bekommen würde. Und er glaubte noch etwas ganz Bestimmtes, etwas sehr eng Umrissenes, etwas sehr eng Definiertes. Er glaubte nämlich an die Auferstehung Isaaks nach dessen Opferung. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, Abraham, als sie an den Berg Moria kommen, lässt er seine Knechte zurück und den Esel und geht mit dem Isaak und sagt zu den Knechten, bleibt ihr hier und wartet und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder. Opfergang ist Anbetung, hat mal jemand gesagt. Ja? Das heißt also, Abraham sagt, wir gehen zum Berg Moria, beten Gott an durch den Gehorsam, den er tat, dass er Gott seinen Sohn geben würde. Und er sagt, auf diesem Sohn Isaak liegt Verheißung, denn Gott hat mir versprochen, dass ich in Isaak Nachkommen bekomme. Und deswegen sagt er, wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zurück. Wer denn wir? Na, er und Isaak. Das heißt also, Abraham hat diesem Zusage Gottes fest vertraut und er hat gesagt, wenn auf diesem Isaak Verheißung liegt und Gott aber jetzt will, dass ich Isaak opfere, dann wird Gott den wieder auferwecken. Anders geht es ja nicht. Dann wird Isaak von den Toten auferstehen. Überlegt euch das, was das für ein Glaube war. Und um das auch nochmal zu sagen, weil mir das so wichtig ist, die Jünger haben an die Auferstehung erst mühsam und langsam geglaubt.
Thomas hat gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, außer wenn ich meine Hände in seine Wundmale lege, sonst glaube ich nicht, dass Jesus auferstanden ist. Ja? Das haben die langsam erst verstanden, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Nach der Auferstehung. Abraham hat das aber vorher geglaubt. Das muss man sich mal überlegen. Und deswegen ist Abraham ein Vater des Glaubens, ein Urgestein, ein Erzvater. Abraham hat die Auferstehung Isaaks geglaubt, bevor er auferstanden wäre. Denn ja, das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Ja. Also, das ist der Glaubensbund. Deswegen ist Abraham gerecht vor Gott, weil er Gott vertraut hat, weil er Gott geglaubt hat, dass ihm in Isaak Nachkommen geschenkt werden und weil er geglaubt hat, dass Gott den Isaak von den Toten wieder auferwecken würde. Steht im Hebräerbrief. Und wir glauben, dass Gott den toten Jesus wieder auferweckt hat nach seiner Opferung auf Golgatha. Denn Gott hat von Abraham nicht verlangt, dass er seinen Sohn gibt. Gott hat aber seinen Sohn gegeben. Ja, Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Also das ist der Glaube, den Abraham hatte. Der glaubte etwas ganz Bestimmtes. Abraham glaubte an die Auferstehung. Und wir glauben als Christen auch an die Auferstehung. Deswegen sind wir Abrahams Kinder. Die Juden glauben aber nicht an die Auferstehung, nicht an die Auferstehung Jesu Christi. Die glauben nicht, dass Gott auf dem Berg Moria auf Golgatha geopfert hat. Und deswegen sind die Juden nicht Abrahams Kinder. Und deswegen sind sie nicht die Beschneidung. Sie werden erst zur wahren Beschneidung im Geist und in Wahrheit, wenn sie an der Auferstehung Jesu Christi glauben, an sein Opfer auf Golgatha und an seine Auferstehung. Das ist das, was das Neue Testament sagt. Das ist wichtig und das ist politisch immer weniger korrekt. Ja. Nächster Punkt. Paulus schreibt in Römer 4, deswegen muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden geschenkt. Und somit die Verheißung festbleibe bei allen Nachkommen. Nicht allein dem, der unter dem Gesetz ist, also nicht nur für die Juden, sondern auch dem Nachkommen, die des Glaubens Abrahams sind, welcher ist unser aller Vater. Abraham ist unser Glaubensvater, weil wir an die Auferstehung glauben, so wie Abraham auch. Ja? Wenn die Juden nicht an die Auferstehung glauben, dann können sie so lange beschnitten sein, wie sie wollen. Sie sind nicht Abrahams Nachkomme. Sie sind nicht wie die Sterne am Himmel. Ja? Sie sind nicht Abrahams Kinder. Denn es geht nicht um eine biologisch-ethnische, leibliche Abstammung von Abraham, sondern um eine geistliche Abstammung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns nicht verlassen auf Fleisch und auf Buchstaben. Abrahams Kinder sind nicht die, die dem Fleische nach ethnisch-biologischen Nachkommen Abraham sind, sondern die so glauben wie Abraham. Abraham ist ein geistlicher Vater, und zwar der Unbeschnittene der Nichtjuden, wenn sie denn glauben. So wie Römer 4 sagt, Vers 11, das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war. Auf das er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind. Dass ihnen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Das sind wir. Wir sind unbeschnitten, wir sind aus den Heiden, aus den Nationen, aber wir glauben. Und deswegen wird uns der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Deswegen ist Abraham unser Vater, unser geistlicher Vater. Abraham ist aber auch ein geistlicher Vater der Beschnittenen, nämlich der Juden. Wenn sie denn nicht allein beschnitten sind, sondern auch und vor allem glauben. Römer 4. Und Abraham wurde auch ein Vater der Beschneidung derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Unglaublich, was der Paulus hier macht. Das war Ketzerei. Das war Ketzerei. Den Juden die Beschneidung wegzunehmen, zu sagen, Abraham wäre ein Vater der Unbeschnittenen. Unglaublich. Alle, die unbeschnitten sind und glauben an die Auferstehung Jesu, während Kinder Abrahams, das war Gotteslästerung. Ja, das war absolut gegen das, was die Juden damals gepredigt haben und was sie bis heute noch glauben. Ja. Und diese Stelle hier ist die einzige. Es gibt noch eine, glaube ich, im Kolosserbrief, wo Paulus das auch umkehrt. Aber er schreibt immer zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Immer wieder, wenn es um die Verheißung geht. Aber hier dreht er es um. Denn hier kommen erst die Unbeschnittenen und dann kommen die Beschnittenen.
Er sagt, das Zeichen aber der Beschneidung im Finger zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf dass er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind. Also geht es erst um die Unbeschnittenen. Und dann erst geht es um die Beschnittenen im nächsten Vers. Und Abraham wurde auch ein Vater der Beschneidung, derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war? Also hier ist die einzige Stelle, bis auf den Kolosserbrief noch, wo Paulus die Unbeschnittenen zuerst nennt und dann die Beschneidung.